In diesem Video besprechen wir etwas, was dich so leicht an dein Ziel bringen kann, was dir hilft, so einfach und auf so eine leichte Art und Weise auch monetäre große Ziele zu erreichen. Aber es ist egal, es geht nicht nur ums Geld dabei, es hilft dir, alle deine Ziele mega leicht zu erreichen. Und zwar in ja, der höchsten Energie und mit dem größten Spaß und mit dem größten Vergnügen. Wie kann das sein, wirst du dich vielleicht fragen. Und die Antwort bekommst du jetzt. Also bleib dran. Du hast eine Vorstellung davon, wie es in deinem Leben sein wird, wenn du dein Ziel erreicht hast. Vielleicht hast du mehr als eins, vermutlich sogar. Die meisten Menschen haben mehr als ein Ziel. Es gibt auch Menschen, die haben gar keine richtigen Ziele. Die haben eher so ein Ziel, ich möchte etwas nicht mehr haben. Also ein Weg von Ziel nennt man das auch. Aber das hilft dir nicht so richtig weiter. Es ist also gut, wenn du ein Hinzu-Ziel hast, also ein Ziel, was du erreichen möchtest, wie du sein möchtest. Und genau darum geht es. Wie wirst du eigentlich sein, wenn du dein großes Ziel erreicht hast? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal selber gestellt. Und der Grund, warum du heute noch nicht dort bist, an dieser Stelle, liegt, wie kann es anders sein, bei dir selbst. Das ist kein Vorwurf von mir oder kein dich klein machen wollen oder so, sondern wir alle haben dieses Thema in unserem Leben, dass wir ja, uns zu unseren Zielen oftmals hin entwickeln wollen, hinarbeiten wollen. Und das ist auch richtig so. Das heißt also, wir sind einfach noch nicht in diesem perfekten Zustand, den wir erreicht haben, wenn wir auch unser Ziel erreichen. Ja, so, jetzt kannst du natürlich an die Zielerreichung auf zwei Seiten rangehen, über zwei Wege sozusagen. Zum einen, und das ist das, was 99,9% aller Menschen machen, das ist, die haben das Ziel, die brechen kleine Ziele runter. Oftmals ist das Ziel nicht mal richtig attraktiv groß und dann arbeiten sie sich dahin, Stückchen für Stückchen, mühsam den Weg gehend. Ja. Das führt dazu, dass es viele Jahre dauert. Das führt dazu, dass man sich vielleicht oftmals überarbeitet, dass es anstrengend ist, dass es keine Freude macht. Aber wenn das Ziel groß genug ist und man will es unbedingt erreichen, bleibt man auch da dran und geht diesen Weg. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das auch so gemacht früher und ich habe auch damit große Ziele erreichen können. Das ist, steht außer Frage. Viel leichter geht es aber auf dem anderen Weg, der zweite. Oh, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel Windgeräusch. Der zweite Weg ist viel, viel cleverer. Viel cleverer. Du musst dir dafür vorstellen, wer du sein wirst, wenn du das Ziel erreicht hast. Also die meisten stellen sich einfach immer nur vor, wie es sein wird, wenn sie das Ziel erreicht haben. Aber sie stellen sich nicht vor, wie sie selber sein werden, wenn sie das Ziel erreicht haben. Das heißt, wer bist du eigentlich in deiner allergrößten Identität? Wer bist du eigentlich, wenn du die beste Version deiner selbst lebst? Und wenn du das machst, wenn du das konsequent durchziehst, ich sage dir, es geht so leicht. Ich möchte dir ein kleines Beispiel nennen. Wir haben eine Teilnehmerin, die ist bei uns im Moment in einem Programm. Und sie hat diverse Ziele, die sie erreichen möchte und hat träumt sehr, sehr groß und geht immer weiter und das ist großartig. Und sie hat auf dem Weg sozusagen gemerkt, dass ihre große Identität, also das, ihre beste Version von sich selbst, dass sie Nichtraucher ist. Und sie hat aufgehört mit dem Rauchen. Und weil sie einfach gefühlt hat, es passt nicht mehr zu mir. Und solche Schritte sind es hinterher, die du gehen kannst, um dein großes Ziel zu erreichen. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber was hat das denn mit meinem Ziel zu tun? Ist doch egal, ob ich das mache oder nicht mache oder so. Aber das ist genau nicht die Wahrheit, sondern das ist die landläufige Meinung. Die landläufige Meinung ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist oftmals ganz, ganz anders und auch in diesem Fall ist es eben so, dass du nur, wenn du in diese beste Version deiner selbst gehst, also das heißt, du darfst dich dahin entwickeln, dann geschehen die Dinge im Außen wie von Zauberhand. Und das ist das, was wir immer wieder erleben, das ist das, was unsere Teilnehmer immer wieder erleben, dass es eben genau darum geht, nicht hart dafür zu arbeiten, dass man die Ziele erreicht, sondern dass es einfach darum geht, diese Persönlichkeit zu werden.
diese Persönlichkeit zu werden, die du eigentlich wirklich bist, in Wahrheit. Und dann wird vieles so leicht, so leicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und wenn du dich begleiten lassen möchtest, hier unten drunter sind unsere Kontaktdaten.